Tipps aus unserem Bücherregal. Präsentiert von der Evangelischen Akademie im Rheinland. Ich habe heute das Buch »Das Land ist hell und weit« von Ralf Kötter mitgebracht. Es ist 2014 in erster Auflage erschienen, aber dennoch heute total aktuell. Der Autor, Dr. Ralf Kötter, war Pfarrer in einer Kirchengemeinde in Westfalen, in der äußersten Peripherie. Und da waren mehrere Dörfer zu einer Gemeinde fusioniert. Und in dem Buch beschreibt er einen Prozess, der über 7 Jahre andauerte, wie diese Kirchengemeinde sich mehr zum Gemeinwesen hin orientiert hat. Das heißt, sie ist in Netzwerke reingegangen, in Kooperationen mit der Kommune, mit Schulen, mit Unternehmen vor Ort und hat dadurch ganz viele Projekte verwirklichen können, die einen ganz neuen Ansatz auch von Kirche gezeigt haben. Natürlich musste man sich deswegen auch von anderen Sachen verabschieden, die man vielleicht liebgewonnen hatte, ob es nun Gebäude waren oder bestimmte Gemeindegruppen oder Gottesdienstformen. Jetzt agieren diese Dörfer, die als Kirchengemeinde zusammengeschlossen sind, ganz neu mit ganz vielen Projekten. Zum Beispiel wurde das eine Gebäude energetisch saniert und ist jetzt ein zentraler Treffpunkt der Generationen. Oder man hat einen Gemeindebus eingerichtet, mit dem die Personen von A nach B gefahren werden. Die Hauptamtlichen haben wieder kreativen Freiraum erlangt und können sich besonders auch den Menschen zuwenden und deren Gaben entdecken. Das Buch ist sehr gut verständlich geschrieben, kein dröges Fachbuch. Ich würde es auch für Presbyterinnen und Presbyter empfehlen oder einfach für alle Menschen, die etwas in ihrer Kirchengemeinde bewegen wollen. Ralf Kötter erzählt nicht nur davon, was in der Gemeinde passierte, auch mit vielen Beispielen und neuen Projekten, das ist sehr, sehr spannend, sondern er unterfüttert das Ganze auch theologisch sehr fundiert. Und ich finde auch, das ist sehr, sehr lesenswert. Weil seine Grundthese ist, dass er sagt, so wie Gott zu den Menschen gekommen ist und sich ihnen geöffnet hat, bei ihnen ist, auch in aktuellen Lebenssituationen, so sollte Kirche auch sich zu den Menschen öffnen, also zu den Menschen auch um sie herum. Und diesen Grundansatz hat Ralf Kötter dann auch noch in einem zweiten Buch etwas ausführlicher beschrieben, gerade auch biblisch und theologisch noch mal mehr untermauert, und zwar in dem Buch Im Lande Wir, das ist dann 2020 erschienen. Heutzutage richten wir den Blick sehr viel auf die negativen Aspekte, auf die Herausforderungen. Die Kirchengemeinden machen sich Sorgen um ihre Präsenz vor Ort und auch in den Medien sind besonders die negativen Schlagzeilen präsent. Aber was wir brauchen, sind eigentlich positive Visionen, positive Beispiele, auch gerade aus der Praxis, von denen wir uns inspirieren lassen können. Und meiner Meinung nach bietet dieses Buch das sehr. Einmal ist mir nochmal klar geworden, dass Kirche als Kooperationspartnerin auf dem Land sich nicht zurückhalten braucht. Sie hat so viel zu bieten, ob es rechtliche Rahmenbedingungen sind, Finanzen, viele Ehrenamtliche und den Vertrauensvorschuss, den Kirche genießt. Und das Zweite war für mich, dass wir uns einfach noch einmal klar machen sollten, was ist eigentlich unser Profil, was ist unsere Besonderheit, was können wir zum Dorfleben beitragen, was andere nicht können, und das in jeder einzelnen Kirchengemeinde.